Ich grüße dich hier bei Teki, deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Ich bin Sandra und wir kommen heute zu den Impulsen für Oktober, die große Kraft der Wende und natürlich auch einen kleinen Blick auf die Folgemonate bis zum Jahresende hin. Bevor ich dazu aber komme, möchte ich eins loswerden, und zwar erreichen uns immer wieder Zuschriften, wann denn die Energien für den neuen Monat kommen und dass man schon ganz gespannt drauf wartet. Vielleicht kennt ihr das einfach von anderen, dass die Energien dann immer pünktlich zum Monatswechsel kommen und immer den kommenden Monat bestrahlen, aber so geht das bei mir nicht. So arbeite ich nicht. Ich mache nicht Artikel, damit ich Artikel veröffentlicht habe, und auch nicht zwingend zum Monatsanfang, sondern ich mache die so, wie die Informationen reinkommen. Und die Energien wechseln ja nicht unbedingt nur, weil jetzt der erste eines Monats ist, sondern die wechseln eben auch manchmal in der Mitte des Monats. Und dann finde ich es auch schöner, wenn da der neue Podcast kommt. Also verlasst euch drauf, sobald mir neue Informationen aus der geistigen Welt zuteil werden, gebe ich die auch an euch weiter, aber ich mache das nicht, um einen Beitrag gemacht zu haben oder eine Pünktlichkeit zu erreichen. Das gehört zum alten 3D-Denken und darf getrost beiseite gelegt werden. Der letzte Podcast hat das Datum 18.10. gehabt und da geht es im Prinzip jetzt dieses Mal auch weiter. Also ich habe euch gesagt im letzten Podcast, dass sich bis zum 18.10. die Zeitlinien noch trennen und dass das eben ganz viele besondere Energien mit sich bringt. Wer diesen Podcast nicht gehört hat, kann da noch mal reingehen in den letzten. Ich glaube, der hieß Löwen, Mütterenergien und so weiter. Und ich möchte da auch noch eine kleine Rückschau dazu machen. Und zwar, weil ich die Löwenmütter eben auch so erwähnt hatte. Ich hatte gesagt, dass im September die Löwenmütter aktiviert werden. Das war im August. Und ich dachte mir noch so insgeheim, hoffentlich ist das nicht auch ein bisschen ein Wunsch von mir. Oder natürlich ist das ein Wunsch von mir. Aber ich dachte mir eben so, hoffentlich spricht da nicht nur der Wunsch aus mir, aber ich habe es schon ganz klar so empfangen, dass Mütter in ihre Kraft kommen werden und dann für sich und ihre Kinder und ja, für die eigenen Werte jetzt wirklich einstehen, wo sie vielleicht im vergangenen Schuljahr noch einiges so mitgemacht haben. Die Zeit des Abwartens ist einfach vorbei. Und ich weiß nicht, was ihr so beobachtet habt, aber in meinem Feld ist das absolut real geworden. Mütter, die erkannt haben, dass es weitergehen wird und dass unsere Initiative gefragt ist. Mütter, denen der Geduldsfaden jetzt reißt. Mütter, die sich bisher bedeckt gehalten haben, jetzt aber den Mut haben, aufzustehen und neue Wege gehen. Die sind absolut da. Und ich habe viele wirklich genau jetzt Anfang September neu kennengelernt. Also fand ich richtig toll. Was ich aber nicht vorhergesagt hatte, war das Erwachen der Löwenväter. Die haben mich wirklich überrascht und rückwirkend sehe ich, wie wichtig das war. Die Väter haben bisher das meiste den Müttern überlassen. Und bitte nimm das jetzt nicht persönlich. Das kann natürlich nie pauschal gesagt werden. Ich weiß, dass auch viele Väter sehr aktiv mit den Kindern sind oder gar alleinerziehend. Also bitte in Einzelfällen nicht persönlich nehmen. Aber grundsätzlich ist das schon mehr so. War das mehr so jetzt? Auch in den Elterngruppen, zum Beispiel auf Telegram, bin ich in ein paar drin, da war einfach der Anteil der Mütter viel, viel höher. Und auf einmal kam so ein Rückenwind, Rückenstärkung. Die Männer breiten ihre starken, breiten Schultern aus und stellen sich hinter die Ideen und Meinungen der Frauen, sagen auf einmal Ja zur Veränderung und beschützen ihre Lieben. Also ich sage nur, wow, was für eine Kraft. Und das tue ich wirklich mit strahlenden Augen, denn es sieht nicht nur auf 3D-Ebene ganz wundervoll aus, sondern vor allem im Feinstofflichen, wenn sich ein Mann so hinter seine Frau stellt, also wenn die männliche Energie wirklich zur weiblichen dazukommt und sich diese Energien dann auch nochmal definieren und verfeinern können.
Also an dieser Stelle einfach danke an alle Herzensmänner, die jetzt in ihre Kraft kommen. Wir brauchen euch und wir sind froh, dass ihr da seid. So, und jetzt kommen wir aber wirklich zur Kraft des Oktobers. Ich habe es schon einleitend gesagt, die große Wende. Für alle, die neu sind in meinem Kanal, wiederhole ich jetzt nochmal, dass diese Podcasts die aktuellen Energien aufgreifen und dich vorbereiten möchten auf das, was geschehen könnte, wie die Energien zu dir kommen könnten. Aber das ist keine Prophezeiung. Ich möchte niemandem eine Prophezeiung aufdrücken. Ich glaube auch selbst nur bedingt an Prophezeiungen, weil wir Menschen eben die Schöpfer unserer Realität sind. Aber aktuelle Energien, wenn sie richtig verstanden werden, können eine großartige Chance und eben auch Kraftquelle sein. Weil wenn wir nicht wissen, was gerade geschieht, dann beutelt es uns. Wenn wir aber wissen, okay, da zieht gerade ein Sturm auf oder jetzt kommt Wind von links oder von rechts oder woher auch immer, dann können wir uns positionieren und wir können uns vorbereiten und wir reflektieren uns dann auch anders. Und deswegen mache ich diese Podcasts. Das sind keine Prophezeiungen, es sind Informationen über Energien, die jetzt anstehen und wie ihr damit umgehen könnt. Mögen euch also diese Informationen hilfreich sein in eurem Leben. Die Hauptenergie des Oktobers ist die Kraft der Manifestation. Und somit bringt uns der Oktober eine klare Wende. Eine, die nicht nur fühlbar, sondern auch sichtbar und greifbar ist, also wirklich da ist. Und dabei geht es um die folgenden Punkte, die ich dann nachher mit dir gemeinsam näher beleuchte. Und zwar Punkt 1 sind Weggabelungen, Reinigung und die Wahl der Zeitlinie bis zum 18.10. noch. Punkt 2 ist die Spaltung. Spaltet sie wirklich oder ist sie wichtiger und richtiger Teil des Prozesses? Und Punkt 3, ab dem 20.10. starke Manifestation des bisher eher gefühlten, gedachten oder erarbeiteten. Es kommt richtig Power und wie du diese Power richtig einsetzen und nützen kannst, erfährst du dann am Ende. Also bleib unbedingt dran, hör dir alles bis zum Ende an, damit du dich wirklich gut aufstellen kannst. Also gehen wir mal darauf ein, auf diese Weggabelung, Reinigung und eben auch Spaltung. Könnte diese Spaltung auch eine sinnvolle Umverteilung sein? Und wir haben da gerade auch ein YouTube Live dazu gemacht. Ich hatte meinen Podcast zwar schon vorher geschrieben hier, aber noch nicht veröffentlicht. Und ich werde dir dieses YouTube Live mit Franz Hörmann und Peter Klein auch noch unten verlinken, weil es da auch noch verschiedenste Sichtweisen dazu gibt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir dieses Thema Spaltung in der heutigen Zeit wirklich richtig verstehen. Weil wenn ich eins in letzter Zeit bemerkt habe, dann, dass sogar die Gedanken zur Spaltung spalten. Ja, nur, dass wir darüber nachdenken, dass wir uns spalten lassen oder nicht spalten lassen sollen, spalten schon. Denn dieser Begriff Spaltung, der kommt gar nicht aus uns. Der ist wieder medienwirksam platziert worden, um uns abzulenken von dem, was eigentlich tatsächlich gerade läuft, von dem, was tatsächlich wirklich sein soll. Und deswegen wage ich es, dir eine andere Perspektive anzubieten. Was, wenn diese Spaltung gar keine Spaltung ist? Spaltung ist so ein brutaler Begriff, der hat irgendwie was Gewaltsames, der erinnert an die Axt und das Holz, an den spaltenden Keil. Aber kann es auch sein, dass wir uns in dieser besonderen Zeit der Wende, in der wir uns schon seit Jahren befinden und die jetzt seit 2020 enorm Fahrt aufgenommen hat, auch wichtig ist, sich neu aufzustellen, innerlich und äußerlich? Könnte es sein, dass wir gerade einfach in grandiosen Veränderungsprozessen stecken? Könnte es sein, dass wir gerade wichtige Weggabelungen sehen
und immer wieder neu wählen dürfen, zu welcher Welt wir gehören wollen? Und könnte es sein, dass uns diese Erkenntnisse gerade etwas leichter gemacht werden, weil wir Dinge, die wir früher übersehen haben oder unterdrücken konnten, jetzt einfach zu offensichtlich werden, um noch wegzuschauen? Können wir vielleicht leichter wählen dadurch? Und können wir vielleicht damit ein gemeinsames Feld der Gleichgesinnten erschließen, durch die oftmals knallharte Erkenntnis, dass manch andere nicht mehr zu unserer Welt gehört? Es steht schon in der Bibel, die Spreu wird vom Weizen getrennt werden. Und genau in dieser Zeit befinden wir uns jetzt gerade. Und es ist wichtig, dass wir das richtig verstehen. Wir sollten nicht gegen andere sein. Wir sollten nicht kämpfen, lästern, arrogant sein und uns über die anderen erheben. Wir sollten nicht glauben, dass wir es besser wissen oder dass wir was Besseres sind, nur weil unser Wecker ein paar Minuten früher geklingelt hat. Emotional kann das herausfordernd für den einen oder anderen sein, weil jetzt das raus will, was bisher gut unterdrückt werden konnte. Und es will mit so einer Kraft heraus, dass es sich vielleicht anfühlt, als hätte man ein wildes Tier in sich, das jetzt rausbrüllt und sich seinen Weg bahnt, endlich gehört zu werden. Und wenn du darauf nicht vorbereitet bist, dann kann das Angst machen. Denn so eine Urkraft, die ist nicht kontrollierbar. Und gerade Menschen, die gerne kontrollieren, tun sich in dieser Phase eben besonders schwer. Mein Tipp ist einfach, versuche loszulassen, versuche dem Prozess zu vertrauen. Du wirst in allem unterstützt, was wahrhaftig ist, was richtig ist, was zu deinem Weg gehört. Und alles andere wird scheitern. Sei ehrlich, versuche dem Gegenüber in Liebe zu begegnen. Auch ein Abschied kann ein freudvolles Ereignis sein, wenn man es aus dieser Perspektive sieht. Und ein Abschied muss auch nie für immer sein. Man kann eine Weile lang andere Welten erforschen und dann wieder zusammenfinden. Keiner von euch ist falsch. Ihr seid nur eventuell gerade in anderen Welten zu Hause. Und wenn das jetzt immer klarer wird, dann will da nicht nur drüber geredet werden, sondern dann will da auch danach gelebt werden. Es geht jetzt um deine bewusste Wahl. Zu welcher Welt gehörst du? Zur alten oder zur neuen? Da muss niemand verurteilt werden. Und wenn das noch geschieht, dann ist es wichtig, sich die Themen anzuschauen, die tiefer liegen, die drunter liegen. Ist da noch Trauer? Ist da noch Wut bezüglich des vermeintlichen Abschieds? Was darf noch losgelassen werden, damit das jetzt leichter geht? Schau es dir an, transformiere es und arbeite daran, dass du Menschen, von denen du spürst, die gehören nicht mehr zu meiner Welt und die machen es mir schwer, in meine Welt wirklich hineinzufinden, weil sie mich immer wieder runterziehen oder rüberziehen in ihre Welt, dass du auch die wirklich in Liebe und Dankbarkeit loslassen kannst. Ich möchte dir hier ein kleines, schönes Gedicht vorlesen. Das habe ich im Internet gefunden von Ramona Nabli, das eigentlich jetzt diese Zeit sehr gut ausdrückt. Irgendwann hören sie auf, die Zweckbeziehungen, Affären und Pflichtfreundschaften. Sie haben ausgedient, funktionieren nicht mehr, weil sie dich nicht erreichen. Sie kratzen nur an der Oberfläche und das ist dir längst zu wenig. Dies ist die Zeit, wenn deine Seele beginnt, die Menschen für dich auszusuchen. Menschen, die dir gut tun, die dich in der Tiefe erreichen. Dabei ist es nicht mehr wichtig, wer sie sind, wie alt sie sind, woher sie sind und was sie haben. Keine Äußerlichkeiten, keine gemeinsamen Hobbys sind mehr von Belang. Alles, was noch zählt, ist die Schwingung eurer Seelen. Wenn sie sich im Takt wiegen und dieselbe Melodie summen, es sind nicht viele, aber es sind genau die richtigen. Ja, das fand ich total passend und total schön. Deswegen danke an Ramona Nabli für diese Worte.
Ja, und dieser Prozess, der wird mit dem 18.10. abgeschlossen. Und das ist wichtig jetzt auch nochmal zu verstehen. Du kannst jetzt keine Brücken bauen, wo es nicht wahrhaftig ist. Also wo du dir noch was vormachst, wo du noch sagst, okay, wir gehören ja eigentlich überhaupt nicht in dieselbe Welt, aber irgendwie mag ich dich halt doch noch behalten. Das wird nicht wirklich funktionieren. Nicht auf dieser Ebene, auf der wir gerade hier was zu tun haben. Du kannst jetzt keine Brücken bauen, wo es nicht echt ist, wo es nicht wahrhaftig ist, wo es nicht zu deinem Seelenplan gehört. Und es gilt für so viele Menschen, dass wirklich die Zeitlinien sich jetzt trennen und Brücken eingerissen werden, wenn sie am falschen Ort und zur falschen Zeit stehen. Die Auswirkungen dieses Prozesses, die werden noch bis zur Wintersonnenwende sichtbar sein, weil natürlich nicht alles von heute auf morgen veränderbar ist. Aber es geht los, es ging schon lange los. Auch Beziehungen, die bleiben, verändern sich in dieser Zeit nochmals, also bis zum 21.12. und werden greifbarer in ihrer Essenz, also in dem, man erkennt besser, wofür man jetzt eigentlich in dieser Zeit zusammengekommen ist. Also die Beziehungen, die jetzt bleiben, die kriegen wirklich auch nochmal eine neue Tiefe. Und da kann auf einmal etwas aktiviert werden in diesem gemeinsamen Feld, was vorher nicht da war. Und man kann auch gemeinsam auf einmal in Visionen gehen und vor allem gemeinsame Tatkraft hervorbringen. Also zur Vertiefung dieser Beziehungsthemen und vor allem für das ganze Verständnis und die Auflösung habe ich dir jetzt nochmal Videos und Podcasts verlinkt. Das eine ist der Multiparadigmenwechsel zum Thema Spaltung mit Franz Hörmann und Peter Klein und mir. Da gehen wir darauf nochmal intensiv ein und dann noch zwei Podcasts von mir, wo dann auch noch eine Meditation dabei ist. Wenn du also das Gefühl hast, du brauchst dann noch ein bisschen Hilfe, dann geh da nochmal rein. Die neue Vernetzung dient dem Manifest der neuen Erde. Und das ist wichtig. Denn wenn wir jetzt genau mit den richtigen Menschen zusammen sind, die zu unserer Seelenschwingung passen, dann geschieht etwas Großes. Dann erinnern wir uns, warum wir hergekommen sind und was wir jetzt hier verwirklichen möchten. Und genau das ist der Ruf dieser Zeit. Wir kommen zusammen, um die neue Welt zu manifestieren. Und die entsteht nicht irgendwo, sondern die entsteht mitten in dieser Welt. Es ist sozusagen eine Parallelwelt, eine Gesellschaft innerhalb der Gesellschaft, die sich jetzt gerade bildet. Und ich glaube, das sieht jeder schon im Großen und im Kleinen, je nachdem, wie du lebst, wo du arbeitest und so weiter. Ich kann es schon überall sprießen sehen, die Gesellschaft innerhalb der Gesellschaft. Und die bekommt immer mehr Kraft, je mehr jetzt die Gleichgesinnten, die Gleichschwingenden zusammenkommen. Und dann gibt sie uns Sicherheit, uns, die wir anders denken und die wir die neue Welt wählen. Und deswegen auch der Aufruf für alle, die sich bisher irgendwie bedeckt gehalten und so durchgemogelt haben. Das wird nicht mehr lange funktionieren. Entscheide dich jetzt. Sei authentisch und steh zu deiner Wahrheit, zu deinen Werten. Ich versichere dir, das kommt so gut, das fühlt sich so gut an. Vielleicht hast du noch Angst davor, aber wenn du dich mal in diesen Prozess gibst, dann merkst du, dass du dich bisher nur die ganze Zeit am Ufer festgeklammert hast und ständig Angst hattest, die Grashalme reißen. Und jetzt schwimmst du einfach, gleitest so dahin, wirst getragen vom Wasser und bist wieder im Fluss. Und das ist ja einfach unbeschreiblich schön und erfüllend, auch wenn nicht jeder dabei ist. Im Oktober wird das Manifest, was bisher im Feinstofflichen in deinem Feld war. Wenn du dich also bisher noch nicht zu erkennen gegeben hast, dann ist es zu Ende. Du tust es jetzt. Wenn du dich bisher so durchgemogelt hast, so wird es nicht mehr funktionieren. Du wirst es hier und da merken, dass es einfach nicht mehr funktioniert.
Oder du wirst es einfach nicht mehr wollen. Es wird dir widerstreben, weil es nicht wahrhaftig ist und weil du dich damit immer irgendwo selbst verleugnest. Das kann im Freundeskreis sein, das kann bei der Arbeit sein, es kann mit den Maßnahmen zu tun haben, dass du also auf einmal sagst, ich mache da nicht mehr mit, es war jetzt lang genug, es macht keinen Sinn mehr, es stimmt für mich nicht mehr, wie auch immer. Ganz egal, wo du es tust und wie du es tust, aber das, was da aus dir raus möchte, das wird jetzt manifest. Das will nicht mehr länger unterdrückt werden. Und diese Kraft, die kann dich überrennen, wenn du nicht damit rechnest. Dann wirst du dich vielleicht Dinge sagen hören, die einfach so aus deinem Mund kommen, ohne dass du es geplant hattest. Und deswegen empfehle ich dir, dich jetzt schon ehrlich damit zu beschäftigen und zu erkennen, worum es jetzt für dich geht. Du kannst diese Kraft, die da jetzt kommt, wirklich total positiv für dich nutzen, wenn du dich vorbereitest, wenn du ehrlich zu dir bist. Und sonst, ja, wirst du vielleicht ein bisschen überrascht. Jeder von uns, jeder, ist mit irgendeiner bestimmten Gabe und auch Aufgabe in diese Inkarnation gekommen. Etwas, das wir uns bereits vor dieser Inkarnation ausgesucht haben und das wir hier leben möchten. Und wenn du das noch nicht tust, dann bietet eben wirklich der Oktober die Chance, das jetzt in die Welt zu bringen. Viele Menschen entdecken gerade in der aktuellen Zeit ihre Gaben. Ich habe so oft in letzter Zeit gehört, ich wusste bisher überhaupt nicht, wofür ich da bin. Ich habe meinen 9-to-5-Job gemacht und mein Leben irgendwie so gelebt mit Freunden, Hobbys, aber den tieferen Sinn habe ich nicht erkannt. Und jetzt auf einmal spüre ich es, jetzt auf einmal erkenne ich es. Und das ist auch der Segen dieses Jahres. Ich habe es schon einleitend im Januar gesagt, dass das kommt dieses Jahr, diese ganzen Offenbarungen und eben auch die inneren Offenbarungen, dass wir spüren, wofür wir da sind. Du spürst, dass es so nicht mehr weitergehen kann, dass da mehr ist und dass jetzt auch die Zeit ist, um es zu verwirklichen. Und genau das kommt jetzt im Oktober stark, auch durch kosmische Einströmungen, die wollen wir mal nicht vergessen. Die Integrationen, die können sich bei manchen von euch in der unteren Wirbelsäule bemerkbar machen, also Lendenwirbelsäule, ISG. Da kann es mal einen Stau geben durch die unteren Chakren, die sich da stauen, weil immer wenn wir Downloads sozusagen bekommen aus der geistigen Welt, und da kommt gerade auch sehr viel, schon die letzten Monate, dann kannst du dir vorstellen, wie das zu deinem Kronenchakra einströmt und durch deinen Energiekanal fließt und runter durch die unteren Chakren praktisch ins Irdische, ins Manifeste kommt. Und da jetzt diese starke Manifestationsenergie mitkommt, bedeutet das, dass die unteren Chakren nochmal richtig gefordert sind. Das heißt, die reinigen sich auch nochmal. Die wollen hier und da nochmal harmonisiert werden und auch ja, in ihren Themen wahrgenommen werden. Das ist im TK2-Seminar drin, ganz ausführlich. Oder auch in meinem Buch kannst du nachlesen, was die Chakren-Themen sind, wirklich auf tiefer Ebene, nicht so, wie du es überall nachlesen kannst, sondern eben auch zusammenhängend in diesem aufsteigenden und absteigenden Prozess. Und ja, deswegen kann es eben auch sein, dass durch den Stau in den Chakren, durch diese Mehrarbeit in den unteren Chakren tatsächlich auch sich der untere Rücken meldet und du hier und da das Gefühl hast, ich bin blockiert oder ich habe Schmerzen, was auch immer. Und dann ist wirklich mein Tipp, stell dir einfach vor, geh in die Meditation und stell dir vor, wie die Energie durch deinen Kanal entlang der Wirbelsäule fließen darf und wie sie auch nach unten frei durchfließt. Also mach so einen umgedrehten Trichter nach unten auf, wo das alles richtig breit und gut rausfließen kann, bis zur Erde. Denn hier sollen sich ja diese höheren Ideen sichtbar manifestieren. Und was dann wirklich eine wichtige Frage ist, eben auch zu diesem Thema untere Chakren, was will ich hier manifestieren, ist, wo ist dein Platz?
Ich gebe dir jetzt mal so ein paar Fragen mit und vielleicht kannst du dann einfach mal auf Pause drücken und diese Fragen ganz ehrlich für dich reflektieren, bevor du weiterhörst. Weil oft ist es so, wenn die Fragen so mittendrin sind, dann hört man den Podcast fertig und man spult nicht mehr zurück. Also hab mal deinen Finger an der Pause-Taste und hör dir diese Fragen an und reflektiere mal einfach kurz drüber. Wer bin ich? Wer will ich sein? Wo verleugne ich mich noch selbst? Wo verleugne ich meine Werte? Wo lebe ich noch nicht meine Wahrheit? Was habe ich hierher mitgebracht? Was möchte durch mich in dieser Welt entstehen? Was könnten meine ersten Schritte dahin sein? Welche Tat möchte durch mich getan werden? Es ist im Moment einfach so, die alte Welt ist noch da, aber sie passt nicht mehr. Das ist so wie so ein alter Schuh, den wir mal echt gerne mochten, aber der jetzt einfach nicht mehr gut aussieht und auseinanderfällt. Die neue Welt, die ist in den höheren Dimensionen schon da. Wir alle können auf diese Informationen zugreifen. Und durch die eigene Seelensignatur greifen wir auf das zu, was wir brauchen, um jetzt unsere Rolle zu erkennen und einzunehmen und mit vereinten Kräften, jeder in seinem Bereich, das Neue zu erschaffen. Wir brauchen das Alte nicht einzureißen, wir brauchen nur das Neue zu erschaffen. Alles andere erledigt sich praktisch von selbst. Der Prozess, der ist wirklich nicht mehr aufzuhalten und die neue Welt, die ist teilweise auch schon manifest. Viele von uns leben schon in der neuen Welt, haben ihr Leben schon in den letzten Jahren so vorbereitet, dass es jetzt gut geht, dass es jetzt schon da ist, der Frieden, die Liebe, die Fülle, die Vollkommenheit und die richtigen Menschen, die richtigen Schwingungen. Und alle anderen können schon darauf zugreifen und können sich das jetzt auch in ihre Realität downloaden. Lade dir die Informationen, die mit deiner Seelenqualität übereinstimmen, in dein Feld runter. Wichtig ist jetzt wirklich auch zu wissen, dass niemand verloren geht. Wir trennen uns nicht wirklich. Aber in dieser Erfahrungsebene Erde ist es eben so, dass wir jetzt mal für eine Weile andere Wege erkunden werden. Irgendwann führen sie vielleicht auch wieder zusammen und bis dahin dürfen wir einfach vertrauen und unaufhaltbar unserem Herzen folgen. Vertraue deinem Seelenweg, vertraue dem großen Plan, vertraue denen, die an deiner Seite gehen, vertraue den Sehnsüchten deines Herzens, vertraue deiner inneren Führung. Werfen wir mal noch einen kleinen Blick auf die Kraft zum Jahresende. November und Dezember. Also im November nehme ich eine Art rebellische Energie wahr, die sicher dann auch viele andere Menschen wahrnehmen werden. Auch das dient der Manifestation des Neuen. Es ist eine energische Form, die sich wieder harmonisieren wird. Für manche Menschen ist es wichtig, sich jetzt frei zu boxen oder endlich Klartext zu sprechen. Das, was ich eben vorhin schon angekündigt hatte. Und je nachdem, ob man sich eben darauf vorbereitet hat oder nicht und ob man da schon Übung drin hat im Wahrhaftigsein und die Wahrheit sprechen oder nicht, weil man bisher eher angepasst war, kann das auch trotzig oder aggressiv rüberkommen. Und das führt natürlich hier und da nochmal zu spannenden Situationen. Aber wie gesagt, es pendelt sich dann wieder auf ein friedvolles und gleichzeitig kraftvolles Niveau ein. Das kann ich also schon sehen. Da pusht noch was hoch, einfach durch diese Urkräfte, die jetzt in manchen einfach rauskommen und nicht mehr aufzuhalten sind. Und das wird aber wieder ruhiger und aber ruhig und kraftvoll. Das ist wichtig, weil kraftvoll
Deshalb, weil diese Befreiung ganz, ganz viel Energie freisetzt. Also stell dir mal vor, wie viel Energie, Lebenskraft da bisher draufgegangen ist, um diese Urkraft zu unterdrücken, um deine eigene Wahrheit ständig zu unterdrücken und in dir irgendwie zum Schweigen zu bringen. Jedes Mal, wenn sie aus dir rausbrüllen will, wie so ein brüllender Löwe, dann hast du sie kurz vorher wieder abgefangen und reingedrückt. Und wenn nicht du, dann vielleicht viele andere in deinem Umfeld. Und wenn das jetzt endlich rauskommen darf und diese Kraft nicht mehr zur Unterdrückung verwendet werden muss, dann steht die auf einmal zur Verfügung. Und dann hast du viel mehr Lebensenergie. Und natürlich auch, du hast etwas erlöst in dir, wovor du die ganze Zeit Angst hattest. Auch das setzt nochmal ganz viel Energie und auch Freude frei. Und auch, ja, so den Mut, ach, wenn sich das jetzt so gut angefühlt hat, obwohl ich da so Angst davor hatte, dann kann ich ja die anderen Themen gerade auch noch angehen. Dann kann ich mich ja hier und da auch noch befreien. Dann kann ich es doch ausprobieren. Vielleicht fühlt es sich auch so gut an. Vielleicht versteckt sich hier und da hinter der Angst auch noch so ein tolles Geschenk. Und es ist einfach unglaublich kraftvoll. Also es ist eine Reinigung, eine Befreiung und eine ganz neue Kraft. Und das tun übrigens nicht nur wir Menschen. Das tut auch Mutter Erde, indem sie sich von Blockaden befreit. Mutter Erde befreit sich von Blockaden durch Vulkane, durch Wassermassen und so weiter. Das ist auch alles Reinigung auf der irdischen Ebene. Und dadurch werden ganz starke Erdenergien freigesetzt. Jetzt schon, es sind ja derzeit um die 200 Vulkane aktiv und es sind auch schon welche ausgebrochen. Und überall auf der ganzen Erde werden Anomalien gemessen, energetische Anomalien. Da sage ich jetzt, das sind keine Anomalien in dem Sinn, es ist alles in Ordnung. Es gehört jetzt zu diesem Prozess. Die Erde befreit ihre blockierten Meridiane, ihre blockierten Kraftorte. Genauso wie wir ein Meridian- und Chakrensystem haben, hat das auch Mutter Erde. Und da, wo Chakren und Meridiane und einzelne Kraftpunkte blockiert sind, die wurden auch in alter Zeit bewusst blockiert, schwarzmagisch, aber teilweise auch durch ungünstige Bebauung und anderes, da befreit sie sich jetzt wieder. Und indem die Erdenergien derart in Gang kommen, kommt auch in uns wieder einiges in Gang. Im Dezember dann nehme ich wahr, dass es ruhiger wird und auch lockerer. Lockerer in uns, aber auch im Sinne der Maßnahmen, ja, auch im Sinne der Gelassenheit, die sich einstellt, wenn man merkt, dass man gar nicht davon abhängig ist, was außen geschieht, solange man innerlich die richtige Haltung dazu hat und eben auch die richtigen Menschen um sich hat. Außerdem wird da eine Phase der Integration von kosmischen Codes abgeschlossen sein, wodurch du automatisch durch eine innere neue Programmierung ganz neue Resonanz im Außen erlebst. Ist ja klar, wenn da ganz viel Neues in dich einströmt und das sich nach und nach jetzt integriert, dann bist du neu. Und du weißt ja, deine Realität ist ein Spiegel deines Bewusstseins, deines Inneren. Das bedeutet, wenn du innerlich neu bist, wenn du jetzt ganz neue Energien in dir hast, dann bedeutet das, dein Außen wird anders erlebt. Du gehst mit anderen Menschen, mit anderen Situationen, mit anderen Ereignissen in Resonanz. Und das kommt jetzt manchmal schlagartig, so wirklich, als hättest du im Fernseher auf ein anderes Programm umgeschaltet. Im positiven Sinne kann das wirklich atemberaubend sein. Denk einfach immer daran, du erlebst alles so, wie es deine Welt erlaubt. Himmel und Hölle sind keine Orte. Himmel und Hölle sind in uns. Du weißt es ja, wir können nebeneinander leben und der eine erlebt den Himmel, während der andere die Hölle erlebt. Das ist nichts im Außen, das ist in dir. So wie du programmiert bist, so erlebst du die Welt.
Deshalb sind diese Prognosen natürlich immer vorsichtig zu betrachten, denn nicht ich bin Schöpfer deiner Welt, du bist es. Und es ist aber gleichzeitig auch die gute Nachricht, du bist Schöpfer deiner Welt. Du bestimmst, was du wahrnimmst und wie es in dir verarbeitet wird. Traue dich, den Dingen, die dir noch zu schaffen machen, wirklich auf den Grund zu gehen. Traue dich, das jetzt zu tun. Schiebe es nicht mehr auf. Es funktioniert sowieso nicht mehr. Es soll und kann in der neuen Welt nicht mehr funktionieren. Denn in der neuen Welt kannst du nur in Wahrhaftigkeit leben. Vielleicht mache ich dazu noch einen Podcast extra zu Wahrhaftigkeit. Es ist ein wichtiges Thema in der jetzigen Zeit. Wenn du es also sowieso früher oder später mal anschauen, annehmen und transformieren solltest, warum dann nicht gleich? Jetzt. Geh mit leichtem Gepäck weiter und wähle den Himmel. Du wählst. Wähle den Himmel.